Heute ist US-Präsident Trump, begleitet von seiner Ehefrau Melania, zu einem viertägigen Besuch in Japan eingetroffen. Geplant sind politische Gespräche mit Ministerpräsident Abe. Im Fokus stehen unter anderem der gemeinsame Handel beider Länder sowie die Bemühungen um eine Denuklearisierung Nordkoreas. Darüber hinaus soll Trump als erster Staatsgast vom neuen Kaiser Naruhito empfangen werden.